Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales 2. Ja, im letzten Part haben wir rausgekriegt, dass dieser Gestaltwandler Munkus ist. Den kennen wir noch aus dem ersten Teil. Das war der Bösewicht, also einer der beiden Bösewichte. Und ja, daher gehe ich auch mal davon aus, dass dieser zweite Direktor Bloch auch Munkus war. Die Frage ist jetzt, wieso und wie können wir uns hier wieder befreien? Was hast du mit meinem Golem gemacht? Er sollte die Schule aufräumen, aber dann... Dann hat dein Golem die Befehle seines wahren Meisters ausgeführt. Aber er soll doch den Erzmagier verteidigen. Warum wehrt sich nicht wenigstens der Pisspot? Er kann nicht! Ich befürchte, der Zauberspruch, den dir die Schiefertafel gegeben hat, nun ja, er beinhaltete mehr als nur den Befehl, lebe. Die Schiefertafel kam von dir? Blitzmerker! Oh, genau oh. Wie der Drachenschweiß. Die einzige Zutat für die Zaubertinte, die du nicht hättest auftreiben können. Wir sind uns begegnet, als ich den Schweiß in die Schreibtischschublade legte. Erinnerst du dich? Könnte ich mir's auch gerade denken. Das ist ein Scheusal. Was hast du vor? Scheusal. Oh, dann ist das hier also die Stelle, an der der Bösewicht dem Helden seinen Plan verrät, damit dieser ihn in letzter Sekunde zunichte machen kann, was? Mhm. Nein, dieses Mal nicht. Nichts wird mich davon abhalten, den Erzmagier zu ermorden. Du willst Erzmagier Alistair töten? Das wird dir nie gelingen. Er ist viel mächtiger als du. Zugegeben, seine Zauberkraft ist beeindruckend. Und er kann meine Gegenwart spüren. Sobald ich mich ihm auf einige Meter nähere, würde er meine bösen Absichten erkennen. Aber wie... Oh. Ganz recht. Keine Zauberkraft, junger Freund. Gute alte Körperkraft wird ihn zur Strecke bringen. Ein Schlag, ausgeführt von einer Maschine, die weder gut noch böse ist. Er wird nicht einmal wissen, was ihn getroffen hat. Was ein mieses Scheusal. Ich komme gleich nach. Nein! Oh wei. Okay, du hast ein... Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Wie konntest du uns nur so an der Nase herumführen? Nun ja, es war nicht einfach. Es brauchte einen Meister der Intrige. Wohl wahr. Und du warst sogar in meiner ersten Unterrichtsstunde, oder? Der Junge, der Direktor, das war alles ich. Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, an den Erzmagier ranzukommen. Deshalb konnte der Junge sich nicht erinnern. Er war es wirklich nicht. Vielleicht kannst du mich befreien und mir mehr davon erzählen. Du bist ein so durchschaubarer Lügner, Wetterquarz. Es ist erschütternd. Okay, bleibt nur noch diese Möglichkeit. Ich bin Lehrkörper an dieser Fakultät und Diplom-Magier. Ich verlange, lass mich auf der Stelle frei. Sonst was? Sonst werde ich wütend, bekomme ich früher oder später Nasenbluten. Naja, ich spüre, wie mir das Blut in den Kopf steigt. Und ich habe kein Taschentuch dabei, wenn ich Nasenbluten bekomme. Nein, kein Taschentuch unter all dem Krempel, den du mit dir herumgeschleppt hast. Aber dafür das hier. Das ist meiner. Gib ihn zurück. Der Zauberstab? Genauso zerbrechlich wie der Friede in einer Welt ohne den Erzmagier. Ja, der Zauberstab. Nein, wirst du. Oh, geil. Ich werde dich aufhalten. Du wirst Meister Alistair nichts antun. Ach ja? Meister Wilbur Wetterquarz, der große Held? Wird das verhindern? Derselbe Meister Wetterquarz, der mir die Waffe gebaut hat, die ich brauchte? Nein. Was werden die Leute wohl sagen, wenn es dein Golem war, der den Erzmagier zerquetschte? Oder nein,
Nicht nur das. Oh wei. Nein. Doch. Sieht ganz danach aus, Wilbur. Es wird echt haarig für uns. Wie kommen wir da raus? Unser Zauberstab. Ich habe nämlich eine ganz doofe Idee. Diesen Gag hatten sie eigentlich schon mal gebracht. Bei die Vieh-Chroniken. Aber... Einige Magier können ohne Zauberstab zaubern. Das wäre in dieser Situation mehr als nützlich. Der Zauberstab würde in meine Hand fliegen, ich würde meine Fesseln durchtrennen und kein Eismonster oder sonst was könnte mir etwas antun. Und da haben sie quasi den Gag schon selber gebracht. Okay, ich kann damit gar nichts machen. Jetzt macht das. Nee. Okay, das Skelett. Ich hoffe sehr, dass das kein Schüler war. Und ich hoffe, dass ich nicht als weiteres Skelett an der Decke enden werde. Das dauert ein bisschen. Das sieht ja niedlich aus. Na los. Versuche es erneut. Und einmal kräftig Schwung, Wilbur. Na los. Der Kopf hängt da aber noch. Wie geil ist das denn? Komme ich nicht rüber. Aber ich habe den Schädel und einen kleineren Knochen, der an ihm dranhing. Okay. Schwerer Schädel. Ja. Können wir auch nichts mitmachen. Was haben wir hier alles so? Betrachten wir erstmal. Ich glaube, da liegt der Schlüssel für die Fußketten. Man hat ihn mir zusammen mit den anderen Schlüsseln übergeben, als ich den Lehrerjob angenommen habe. Okay, naja, das wird nichts bringen. Frosch im Hals. Ja, ich hab Munkus im Hals. Nur noch ein Stück. Nee. Wir Gnome sind von Natur aus Optimisten, wenn es um körperliche Merkmale geht. Aber ich befürchte, der Schlüssel ist doch knapp außerhalb meiner Reichweite. Probieren wir mal. Timmy! Was machen Sie denn da, Herr Professor? Eine lange Geschichte. Du musst mich befreien, hörst du? Ganz schnell. Oh, ich mag den Kleinen, ey. Der ist so putzig. Okay, was soll ich tun? Die Zauberstab. Nochmal mein Zauberstab. Kannst du mir den Zauberstab hochwerfen, Timmy? Der sieht schwer aus. Versuch es. Aber ich glaube mal nicht, dass es das... Oh, süß. Naja, guter Versuch, Timmy. Echt niedlich. Okay, nehmen wir die Schlüssel. Der Schlüssel auf dem Schreibtisch, Timmy. Kannst du ihn erreichen? Ich komme da nicht hoch. Ich dachte, du kannst gut klettern. Ja, aber nicht fliegen. Wir lassen uns was einfallen. Ich mag den Kleinen so unglaublich. Oh, pardon. Ich musste gerade so ein bisschen dolle gehen. Hier. Der Schädel ist ziemlich schwer. Vermutlich würde er Timmy zerquetschen. Und wenn ich ihn auf den Boden werfe, könnte er kaputt gehen. Besser, ich behalte ihn. Okay, den Knochen? Hey, Timmy, ich hab hier was für dich. Fang! Ich hatte auch gerade Haken da und nicht Knochen. Sehr gut. So, kannst du jetzt? Irgendwie müssen wir... Du schlägst dich super, Timmy. Weiter so. Okay, was das ist ein Faden? Timmy, ein Faden vom Vorhang. Nein. Kannst du einen abnagen? Eine Angel bauen. Ja, soll jetzt wirklich eine Angel bauen? Sehr gut. Knote den Faden bitte an den Haken. Ausgezeichnet. Ein Enterhaken. Na gut, oder Enterhaken. Kommst du mit dem Enterhaken auf den Tisch, Timmy? Ich finde den Kleinen so putzig.
Ich finde ihn echt niedlich. Oh ja, zack. Oh, guckt euch an. Super. Top Timmy, bist der Beste. Was haben wir hier? Lass Timmy den Schlüssel. Ne, da liegt doch der Schlüssel. Ein hölzernes Lineal. Früher wurden die nicht nur verwendet, um gerade Linien zu zeichnen und Strecken abzumessen, sondern auch als Rohrstockersatz. Mhm. Was haben wir, können wir hier noch beobachten? Das Lineal, Timmy. Kannst du es wegen dem Schlüssel über die Kante des Schreibtisches schieben? Ich habe da so eine Idee. Ah, zum Ho... Ah, nee. Nee, nee. Dann draufpacken, er springt drauf. Zang. Wir fangen hoffentlich den Schlüssel. Gut so. So. In Ordnung. Schnapp dir den Schlüssel. Zack. Oh, sieht das... Oh, das sieht so goldig aus. Das Lineal liegt etwa zur Hälfte auf dem Tisch. Die andere Hälfte steht in der Luft. Ja, und jetzt? Das Lineal... Hä? Können wir noch was machen? Das Lineal... Nee. Ah. Okay, Timmy. Das wird jetzt... Daher der Schädel. Stell dich bitte aufs Ende des Lineals. Mhm. Ich weiß, die Chancen stehen 1 zu 1 Million. Aber wir müssen es versuchen. Die Zeit läuft uns davon. Du schaffst das, Timmy. Ich glaube an dich. Bereit? Los! Oh, fei, ganz, ganz ungutes Gefühl. Hui! Na, wie haben wir das gemacht? Die Fußfesseln, schnell! Herrlich. Ich finde das. Ich liebe es, wenn ein Plan. Schön mit dir wie in Sicht auf Holzboden. Nun ja. Ich bin frei. Chips! Gut gemacht. Hör zu, Timmy. Du läufst jetzt so schnell wie es geht zu deinem Onkel Remy und sagst ihm, dass ein Anschlag auf den Erzmagier geplant ist. Verstanden? Ein Anschlag auf Meister Alistair? Ja. Der Gestaltwandler Munkus steckt dahinter. Und er hat einen Golem. Meinen Golem. Wir schaffen das schon. Ich hole Onkel Remy. Schnell, beeil dich. Mach bitte schnell, Timmy. Hab ihn. Hoffen wir, dass ich damit etwas ausrichten kann. Ja, hoffen wir mal auch, wa? Habe ich in meinem Zimmer etwas, das mir weiterhelfen könnte? Nein, ich glaube nicht. Naja, ich hätte jetzt wie gesagt Markus anrufen also oder so. Weil, der hätte bestimmt auch eine Idee gehabt. Warum gehst du so langsam, Wilbur? Oh. Machst denn du hier, Anton? Ich muss in die Halle. Sofort. Halt! Halt. Zugang nur mit schriftlicher Einladung. Einladung der Arztmagier ist leer, das glaubt ihr eh nicht. Du kennst mich unter Freunden, Brockmann, das ist dem egal. Da, machen wir das. Ich habe keine Zeit für Spielchen, Schildträger. Du wirst mich da reinlassen. Nanu, solche Töne vom ach so freundlichen kleinen Wetterquarz? Auf der Stelle. Ich denke nicht. Ich denke, du solltest... Wow. Ah. Okay, jetzt frage ich, ich frage mich wirklich, war das jetzt wirklich Wilbur oder nicht? Ach, gerade noch rechtzeitig. Ah, Wilbur, schön dich zu sehen. Hallo, Erzmagier. Auch schön, Nein. Sie zu sehen. Nein! 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 Wow! Okay. Sorry. Genug davon. Ich hätte wissen müssen, dass du hinter der Sache steckst, Munkus. Du hast zum letzten Mal Unfrieden gestiftet. Ich lasse dich gefangen nehmen und... Oh. Chantal? Wirklich? Nein. Was zum... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Alarm!
mein Gott! Wir haben einen Eindringling! Wilbur Wetterquarz! Was zum... Oh mein Gott! Sie sind zu spät, Schildträger! Der Erzmagier wurde ermordet! Von ihm! Oh mein Gott! Das... wie... Er hat den Anführer der Allianz ermordet, was mich zur neuen Anführerin macht. Verhaften Sie ihn, Schildträger! Oh Gott! Ich habe jetzt ein echt ungutes Gefühl und ich glaube, ich weiß, was die Seuche ist und wer die Seuche verbreitet hat. Und im Gottes Namen, warum sieht das Ding aus wie SpongeBob? Hilfe, das ist ein Glücksbärschi in Riesenformat. Oh mein Gott! Hilfe! Aber... Oh, Wilbur, Remy. Hier entlang! Schnell, leg den hier an! Aufhalten! Oh! Was ist mit mir? Aus dem Weg! Oh mein Gott, trotzdem, oh mein Gott. Oh, ich glaube, da haben wir jetzt wirklich, was die Seuche ist. Der Erzmagier, wir müssen... Wir können im Moment nichts tun. Wir sollten erstmal die Lage sondieren und Informationen sammeln. Was ist genau passiert? Okay. Munkus steckt hinter allem. Er hat uns reingelegt. Munkus? Der Hexenmeister? Ja. Er kann sich mit Hilfe seines Amuletts verwandeln. Er ist in die Rolle des Straßenjungen und des Schuldirektors geschlüpft. Zumindest zeitweise. Wir haben ihn im Turm des Bösen nie gefunden. Wie auch? Vermutlich hat er sich als einer unserer Soldaten getarnt und ist mit uns nach Seefels gekommen. Oh Gott. Der Golem hat nie wirklich mir gehorcht. Diese verdammte magische Schiefertafel hat ihm seine wahren Befehle eingeflüstert. Ich habe die Waffe gebaut, mit der Erzmagier ermordet werden sollte. Wenn du jemandem Vorwürfe machen willst, dann fang mit mir an. Ich habe dich ermutigt, das Ding zu bauen. Dabei wäre es meine Aufgabe gewesen, nicht nur an das Gute zu denken, das er bewirken könnte. Und dein Zauberstab? Was hat es damit auf sich? Der Erzmagier ist der mächtigste Magier, den ich kenne. Und ich habe gesehen, wie er in einen Frosch verwandelt wurde. Einfach so. Ich weiß es nicht. Er hat sich schon gestern im Unterricht seltsam verhalten. Aber ich hätte nie gedacht, dass er so eine Macht besitzen würde, dass sogar ein kleines Mädchen... Es war immer nur der Stab. Er hat die ganze Zeit gezaubert, nicht ich. Er ist so mächtig, dass sogar ein kleines Mädchen... Und der arme Wilbur. Es ist alles meine Schuld. Ich habe Munkus nicht erkannt. Und ich habe nicht erkannt, welch dunkle Macht von meinem Zauberstab ausgeht, weil... Wilbur. Weil ich in Wirklichkeit gar kein Magier bin. Oh. Oh, das ist so mitleiderregend. Oh, der arme Wilbur. Wilbur, du tust mir leid. Sorry, echt, Kumpel. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Wie ist die Lage? Was ist das? Nicht gut. Noch zwei von uns wurden zu Hamstern verwandelt. Oh Gott. Das ist ein Albtraum in Pink. Der Widerstand ist zusammengebrochen und die Unterstadt kommt einer Geisterstadt gleich. Die Kleine verwandelt jeden, der ihrer Mutter im Weg ist. Man kann sich nicht dagegen wehren. Ja, ich würde sagen, das ist wirklich die Seuche. Geht es unseren Patienten? Für das Bild von Käse. Komm schon, Wilbur, das kann doch nicht so weitergehen. Du liegst schon seit Tagen da. Wir brauchen deine Hilfe. Oh mein Gott, der arme Wilbur. Okay, auch in diesem Gespräch mache ich jetzt mal einen Cut. Es tut mir leid. Aber es ist nun mal so, wir müssen alle damit leben. Und von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, belohnt mich doch ruhig mit einem Daumen nach oben. Und schaltet beim nächsten Part wieder ein. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut.